Hallöchen. Hey, gibt's was Neues im Laden? Sieh dich um. Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um 800? Bis damit kann okay, das nein. Ist nun die Wünscheroute hilft dir, tief vergrabene Pfeilspitzen zu finden. Tut mir leid, das war mein Handy. Die wertvollen Pfeilspitzen. Nach 3 oder 4 größeren Funden hat sich das Ding bezahlt gemacht. Es kostet Geld, weil man damit Geld machen kann. Ja, darf ich jetzt auch reden? Tut mir leid, gerade klingelte mein Handy, die... Aber, das soll ich euch nicht gestört haben. Ich will mir, glaube ich, doch schon ganz gerne die Wünschelrute holen. Pass auf, nun die Wünschelrute hilft dir, tief vergrabene Pfeilspitzen zu finden. Ah. Verkauft dann das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Mit der Wünschelrute kannst du verborgene und wertvollere Psitanium-Pfeilspitzen aufspüren. Rüste dich mit der Wünschelrute aus und achte auf die Veränderungen der Farben und Geräusche. So erfährst du, ob du dich einer verborgenen Pfeilspitze näherst. Sobald du an der richtigen Stelle stehst, drückst du F rasch hintereinander, um die Pfeilspitze aus dem Beton zu holen. Boden. Was kann ich sonst noch für dich tun? Das hätte ich auch gerne. Du nimmst so einen Ziel. Ja. Eine sehr gute Wahl. Was kann ich sonst noch für dich tun? Pass auf, du nimmst so einen Psi-Kern. Ja. Und setzt den mit 9 Psi-Kern. Ich nehme einfach mal noch einen. Hältst du eine sehr gute Wahl. Ja. Was kann ich sonst noch für dich tun? Noch einen. Danke. Und jetzt halt die Klappe. Pass auf. Das wäre dann alles. So danke. Sammle mehr Pfeilspitzen. Meine Güte, wie viel er quatscht. So, und jetzt ab ins Labor. Wo war das? Da ist der Baumstamm. Zu meiner... Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Heißen Karre. Fahren wir sofort. Genau. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Ja, nobler Psychomeister. Bom, 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 bom. Ich muss eh hier runter. Na, los, los. Boing, boing, boing. Vor allem, warum nicht auch einfach reinlegen? Stufenaufstieg. Um mit der Maschine Psi-Aufstiegsmarkierungen herzustellen, brauche ich einen Psi. Ford hat gesagt, dass die... Achso, ja, ich habe ja noch keine. Wie viele Karten... Ich habe... Wie viele Psi-Karten habe ich denn? Wo sehe ich das denn? Psi-Karten 1 von 2? Hä? Naja. Gut, benutzen wir mal den Spinnwebentferner gleich. Dann finden wir vielleicht ein paar... Upsa. Wertvollere... Ein paar wertvollere Aufstiegsmarkierungen... Psi-Pfeilspitzen, damit wir diesen Spinnwebentferner holen können. Dann gehen wir nochmal zu den Wohnhütten. Jo. Kann ich das jetzt auswählen? Hier. Wünschelrute. Ich spüre gar nichts. Hier dürften keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Auf die nicht tief vergrabenen springt das Ding auch nicht an. Ja, ja. Oh. Lilly. Was ist denn los, Lilly? Lilly! Was hörst du dir da an? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas, das aus diesen Lautsprechern kommt, erinnert mich an meinen Albtraum. Mhm. Murmel, Murmel? Wird in deinem Albtraum auch gemurmelt? Verrückt. Gut, dann halt nicht. Aber Lilly ist schon eine coole Sau. Ich mag die. Gut, wenn hier keine Pfeilspitzen vergraben sein sollen, dann gehen wir doch wieder dahin. Nein.
Gegenstände. Kann ich das nicht auch auf... Nee, ich kann das auch nicht auf irgendeinen Shortcut legen. Ja, toll. Und wie grabe ich das jetzt aus? Das Ding dreht ja voll am Rad. Ich spüre auch, wie der Controller vibriert, wie blöde. Nur ganz links ist der Pegel ja gar nicht. Brauche ich noch eine Schaufel oder was? Achso, ich muss hier ganz oft F drücken oder was? Weil man hat auch gar nichts gesehen, weil die Kamera hinter den Baumstamm ging. Ganz schön. Also irgendwie schnall ich das gerade nicht. Nee. Hä? Schnall ich nicht. Ist noch ein anderer Ort? Nö, ganz ehrlich, ich bin zu blöd dafür. Das ist eine ganz normale. Habe ich mir die Beschreibung nicht richtig durchgelesen? Wer liest denn schon Anleitungen? Du. Ich recherchiere das mal ganz schnell, weil ich glaube, dass wir das tun müssen, denn immerhin steht es hier. Einen mit der Windschulrute genügend tief vergrabene Pfeilspitzen für den Spinnwebenentferner finden. Und ich glaube, das ist, was wir als nächstes tun müssen, also unterbreche ich die Aufnahme hier mal ganz kurz und wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt Let's Play Psychonauts. Golddublone, Moment, das gucke ich noch nach. Ja, was haben denn die spanischen Forscher vor 200 Jahren in diesem Tal gesucht? Wie haben sie nur ihre Boote über den Hügel von den Oblongata-See gebracht, den es doch damals noch gar nicht gab? Darum haben sie ihre Dublonen hier gelassen. Und warum hat niemand diese eine Dublone gefunden? Die ist doch seither mitten in der Luft, die doch seither mitten in der Luft schwebt. Dies sind nur einige Fragen, die diese mysteriöse Münze aufwirft. Ja, speichern wir nochmal gemeinsam. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Psychonauts. Hier sind wir wieder. Ich habe nachgeschaut, wie das mit der Wünschelroute genau geht. Und es ist doch tatsächlich oft genug F, beziehungsweise auf meinem Controller Y drücken. Nur scheinbar bin ich nicht schnell genug. Gehen wir mal wieder zu dem Ort zurück, wo der Ausschlag so stark war. Man soll ja warten, bis die Farbe sich ändert. Hä, das hatte ich doch schon. Und weil ich anscheinend nicht schnell genug bin mit dem Controller alleine, helfe ich mir mal selbst einfach mit der Tastatur. Was irgendwie auch nicht klappt. Ich bin doch normalerweise echt schnell im draufhauen. So, geht doch. Haben wir was gefunden. Das waren jetzt, glaube ich, zwei Dingsies. Aber, naja. Okay, hier ist die Farbe wieder anders.
Aber der Ausschlag ist irgendwie nicht so stark. Normalerweise vibriert ja der Controller wie blöde. Nee, das geht auch nicht so wirklich. Dann eben nicht. Dann suchen wir mal weiter. Und dann wird das wohl hier sein. Jetzt habe ich es aus Versehen weggepackt. Wie schön. Hallo. Nein, nicht die Feder. Mein Gott, was will ich denn mit einer Feder? Und ich will auch nicht auf den Ball. Jetzt suchen wir. Na. Ich drücke hier mal aus Versehen die falschen Tasten, weil ich mir den Controller nämlich auf den, in den Schoß lege. Und dann drücke ich mit Zeigefinger und Mittelfinger übereinander. So schnell wie möglich auf die Tasten. Ah, ja. Es gibt immer 20 Pfeilspitzen. Ich weiß gar nicht, ob das dann so schnell geht. Ich spüre gar nichts. Hier dürften keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Gut, dann eben nicht. Dann rollen wir wieder woanders hin. Komme ich jetzt eigentlich hier rein? Kann mich nicht gut festhalten. Nö. Ich habe doch gerade irgendwas gesehen. Ich dachte gerade, ich hätte Nils gesehen, aber das war wahrscheinlich einfach nur die Friese da. Naja. Dann halt nicht. Eichhörnchen. Ich wollte noch was nachgucken. Ich glaube nämlich, das dauert noch viel zu lange mit dem Pfeilspitzen, bis wir einen Spinnwebenentferner haben. Und darum... Was ist mir das so anstrengend mit diesem ewig schnellen Tastendrücken? Obwohl, gut, das ist genauso blöd irgendwie. So einzelne Pfeilspitzen aus dem Boden zu ziehen. Ich wollte mal nachsehen, wie Dogen hier im Fernsehen ist. Na? Danke, Mann. Ach, Mist. Feuerzeug? Wäre super, wenn du das jetzt hochhalten und schwenken könntest. Willst du dich jetzt über mich und meine Probleme lustig machen? Oh, huch, sorry. Hatte doch dieses ganze Feuer ist schlecht Zeugs eben kurz verdrängt. Kitty. Ah, ja. Oh, Kitty. Tut mir leid, jetzt habe ich das aus Versehen weggedrückt. Okay. Wahnsinn. Hacky Sack. Ja, Hacky Sack. Oh, was? Nein. Sie sind alle gehirnlos. Hi, Raz. Vernon, du bist noch okay. Klar, uns geht's gut. Kitty und Franke und ich, wir hängen hier so rum, schauen in die Glotze und erzählen uns was. Fernsehen! Vernon, sieh sie dir an. Das sind Zombies. Ich hab mich schon gewundert, dass ich ihnen so nahe kommen durfte. Und es hat ihr nichts gemacht, dass ich ständig was erzählte. Kitty und ich haben uns sogar mehr oder weniger verabredet, um Hacky Sack zu spielen. Pass gut auf sie auf, Vernon. Ich werde versuchen herauszufinden, was da los ist. Alles klar, Raz. Vernon. Ihr Mädels eigentlich, das eine... Dogen! Oh. Fernsehen? Ja, gute Idee. Du wartest hier und ich suche dein Gehirn. Ja, so war's. Das war damals, als das hier noch ein Indianer-Sommerlager und Friedhof war. Eine Gruppe Nordstaatler wurde von ihrem Regiment getrennt. Die Nacht brach herein, es war kalt und sie hatten Angst vor Dracula. Oh Gott. Ich kleiner Scherz. Sie hatten natürlich hatten sie auch Angst vor Dracula. Wer hätte das schließlich nicht? Sie kamen zu einem alten... Ja, erzähl mal weiter hier. Ich werde hier weiterziehen. Ich glaube, wir müssen wieder in das Geheimlabor, um in diesen Albtraum weiterzukommen. Bring genau. Bring mich zur geodätischen Psychoisolationskammer. Roger, Waldhüter Crawler. Ja, da müssen wir hin. Wird geladen. Und... Rinder. Na,
Nicht Rinder, sondern rein da, ne? Also, ich habe jetzt nichts mit Rindern zu tun. Aha! So. Gut. Hallöchen. Ich bin jetzt ein ausgebildeter Schweber. Es kann losgehen. Ich habe ein paar Tests gemacht. Der sensible Schaltkreis des Gehirnmixers nimmt jede Menge Interferenzen auf. Das ist zu gefährlich. Die Gedanken eines anderen Wesens überlagern deine auf zahlreichen Ebenen. Das erklärt auch die seltsamen Dinge, die du gesehen hast. Ich muss das Experiment abbrechen, bis ich mehr weiß. Sascha, wir haben keine Zeit. Meine Vision von Dogen ist schon wahr geworden. Den anderen passiert dasselbe, wenn wir der Sache nicht schnell genug auf den Grund gehen. Aber wir wissen bisher nicht, wo die Fremdprojektionen herkommen. Gibt es einen schnelleren Weg, das festzustellen, als mich da reinzuschicken? Tja. Und wieder ab geht's in dieses Teil.